Ja, willkommen zurück. Die Insel ist noch nicht im Meer versunken und ich lebe auch noch und ich werde jetzt erstmal kurz schlafen gehen. Hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, dass es ja nicht Sinn macht, im Dunkeln hier irgendwo rumzurödeln. Und da geht auch schon die Sonne auf. Das ist doch schön, ist das. Die blendet auch gar nicht. So, was wollte ich machen? Wollte ich schon anfangen, was zu. Ich wollte was essen. Ja, ich muss was essen. Und das Gute ist, ich kann auch was trinken. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal die eine Kokosnuss hier auseinander. Und dann kann ich mir ein paar Kartoffeln machen. Da spare ich mir nämlich Kokosnüsse. Hallo? Ah ja, doch. So nah könnte man hier auch mal an der Insel vorbeischwimmen. Spring doch gleich mal hoch hier. Am besten auf den Grill. Ne? Das muss ja nicht sein. Ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode, wenn die Viecher hier durch die Gegend schwimmen. Eigentlich könnte ich auch die Axt kaputt machen, anstatt das Messer. Das wäre ein bisschen sinniger. Ah, man könnte sogar noch was essen. Naja, dann. Was trinken, meine ich. Rollt sie mir einfach hier weg. Das ist doch nicht wahr. Kommst du her? Papa, hey, könnte man ja eigentlich direkt mal auf den Grill legen. Keine Angst vor dem Hai. Die tun nichts. Solange man nicht blutet. Irgendwie. So, habe ich mal gehört. So, hopp. Könnte mir auch aus Dix schon eine Spur legen, wo ich schon war. Das ist doch gar nicht mal so blöd. Dann war ich nämlich hier schon. Wie exakt man die Dinger stapeln kann, das wundert mich allerdings. Hopp. Und das zeigt natürlich nicht genau dahin. Jupp. Das sieht schon besser aus. Und zack. Genau. Das kommt hin. Dann fahren wir nicht irgendwann mal, wenn ich die Übersicht verliere, blöde durch die Gegend. Bin ich jetzt schon? War ich jetzt schon? Genau, siehst du? Und dann haue ich mir jetzt nämlich mal eine Kartoffel auf den Grill. Zack. 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 Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Zack. Zack. Was? Jetzt nicht mit Linksklick? Ist nicht euer Ernst. Ich kann die Kartoffel nicht auf den Grill hauen. Ist doch nicht wahr. Es ist. Hä? Leg's doch ab. Leuchtet doch. Bin ich dumm? Das ging doch so. Jetzt das Probe of Example machen. Ich hole mir eine Krabbe und versuche die mal aufs Feuer zu legen. Krabbi, Krabbi, Krabbi. Hallo. Er ist wieder typisch. Vorhin sind die ganze Zeit hier rumgerannt. Wenn man mal eine braucht, ist keine da. Oh, das ist doch nicht wahr. Können wir auch schnell einen Fisch jagen? Zack. Ach, hier! Hier seid ihr! Hehe. Das geht sogar. Hat er die jetzt nicht ins Inventar geräumt? Warum hat er das nicht getan? Kann ich die. Jetzt hängt die da vorne dran, oder was? Mein Gott, ich will doch. Ah. Ja, so geht's. Geht nur mit der Kartoffel nicht, oder was? Ja, nein, dann werfe ich die weg und dann röste ich die halt so. Das überhaupt. Komm. Dieser Hai, der macht mich ganz nervös, Alter. Ich würde ja noch näher heranschwimmen. Ach, jetzt ist er noch neblig. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt nämlich, wenn es nebelt, brauche ich hier auch gar nicht irgendwo hinfahren, weil da finde ich nämlich eh nur Schlaf. Dann nichts. Oh, Kartoffel. Hallo.
So. Ja. Der hat auch Hunger. Vielleicht soll ich mal eine Kartoffel in den Kopf werfen. Das Vieh, du. Sind es jetzt Ping? War das jetzt die Kartoffel oder war das jetzt die. Ich denke mal, es war die. Ups, oder? Hallo? Ist es eine Cooked Crab? Es ist eine Cooked Crab. So, jetzt habe ich bestimmt. Nein. Ich hoffe ja, dass die Kartoffeln. Also, wenn man irgendwie was aufhört zu braten, dass es nicht dann aufhört. Auch wieder gar zu sein und dann wieder von vorne garen muss. Die müsste nämlich eigentlich auch schon fast gut sein. Ja. So, das ist ein Fieber. Der ganz schön dreist. Ist da was? Ich speichere mal. Und dann nehmen wir uns das Vieh mal vor. Der haut nämlich ganz schnell ab, wenn er hier auf den Kopf kriegt. Komm mal her. Komm her. Angepiekt habe ich dich. Komm. Komm zurück. Also, ich kann nicht. Komm. Sei doch nicht so. Also. Färbt sich das Wasser gerade blutig? Oder war das vorher schon so rot? Nee, das ist, glaube ich, so. Boah, mir wird ganz schlecht, wenn hier. Da! Nein! Nein! Was? Wie? Was? Wo? Nein! Oh! Du Mistvieh! Das gibt's ja wohl nicht! Au! Alter! Doch! Nice! Better patch myself up, hm? Letztes Mal habe ich ja so eine Bandage gefunden, ne? Jetzt blute ich bestimmt aus, das kann nicht wahr sein. Oh, ich habe mir noch eine Krabbe. Komm her. Solange wie das Feuer noch brennt. Alter. Oh, tipptopp, also muss wieder mir passieren. Aber ich habe es natürlich auch wieder beschworen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich konstant Lebensenergie verliere, wenn ich mich hier, ne, mir eine offene Wunde zugezogen habe. Und der schwimmt auch nicht weg, das Mistvieh. Oh, ich, Pfeil und Bogen wäre geil. Blödes Mistvieh. Hihi. 2 zu 1 für mich. Ja, mal warten, bis er uns den Rücken zugeht und dann. Kann ich jetzt ja nur Krabben rösten? Also! Willst du mich veräppeln? Achso, jetzt habe ich ja wieder 2 Krabben. Die ist gekocht, die sieht auf jeden Fall gekocht aus. Ja. Nein! Nein! Nicht nochmal! Oh. Ey, wie schnell der sich umgedreht hat, das Vieh! Ist doch nicht wahr! Also, ich bin ja entzürnt. Erzürnt, meine ich. Ist die Jucke eigentlich schon wieder reif? Gute Nachrichten, der Nebel verschwindet, glaube ich. Nein! Also, ich war doch schon draußen! Hörst du, Wolf? Das ist doch wirklich. Ist doch nicht. Doch, wo bin ich? Da! Ah! Ich glaube, ich sollte aufhören, ihn zu ärgern. Alter, kommt auch noch hinterher. Hat er mich von der Insel gezogen, das Schwein? Ich bin not amused. Ha! Ha!
Lebensenergie regeneriert, mein Freund. Ah, hat sich ja gerade Flüssigkeit auch aufgefüllt? Komm her, du. Ich kann ja so lange essen und dich maltrieren. Ich müsste jetzt darüber zu der Insel. Oder ich fahre zu denen, aber der geht mir dann die ganze Zeit auf den Leim. Der schwimmt auch erstmal durch das Wrack durch, weil das kann. Komm her, du. Viele Piekser kannst du da nicht mehr haben. Ein Stein. Ja, er kommt wieder zurück. Kann das den ganzen Tag. Es guckt dir das an! Er ist in der Insel! Er ist hier irgendwo in der Insel! Wo ist er hin? Ah! Alter, nein! Das ist jetzt gar nicht lustig. Wahrscheinlich zieht er mich jetzt hier. Ist er weg oder was? Also, das ist doch nicht wahr. Ausnutzen, solange das Feuer brennt, brennt natürlich auch nicht ewig. Es ist der Hai weg. Das ist doch nicht. Und er bleibt doch weg. Das ist ja noch das Beste. Er bleibt weg. Er ist weg und bleibt weg. Wahrscheinlich turnt er hier unter dem Atoll rum. Ich hatte ihn doch schon fast getötet. Blödes Vieh. Toll. Ganz toll. Da hinten oder was? Das ist bestimmt wieder ein anderer. Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich werde. Ich werde. Einfach mal hier rumrudern. Zu der Insel oder zu der? Da war der Hai grad, ne? Da möchte ich ja jetzt nicht unbedingt hin. Gib mir die Krabbe. Ah, hier, ich werde jetzt hier kurz nochmal ein paar Krabben rösten. Weil des Nachts, habe ich mir auch sagen lassen, verschwinden die. Und dann ist das schon wieder. Also, Trunkenbold, das gibt's auch gar nicht. Was man hat, hat man. Wenn die jetzt abhauen, ist natürlich nicht so geil. So, jetzt geht bestimmt gleich das Feuer aus, jetzt wo ich 4 Stück gesammelt habe. 1, 2, 3. Das ist doch schon wieder, Alter, nervig ohne Ende. Der blöde Pissider. Ich will einfach nur in die Wachs rein. Weil irgendwie füllt sich der letzte Balken dann nicht auf. Ich müsste jetzt zwar was trinken, aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt für einen Strich Wasser verschwenden. Und dann halt mal gucken, was in den Wachs halt so drin ist. Da ist ja auch immer nützliches Zeug. Deswegen lasse ich auch alles das, was ich nicht brauche, hier. Die Axt brauche ich nicht. Den Hammer brauche ich erst recht nicht. Und grill ich jetzt noch schnell die. Ja, das Feuer ist bald aus. Kriege ich noch schnell die Krabben fertig, so lange wie es geht. Denke ich schon gepinkt. Nein. Oh, wirklich? Die Yucca ist auch schon wieder gut. Die werde ich mir kurz noch. Die Kartoffelpflanze ist immer noch nicht nachgewachsen, das ist doch nicht wahr. Also Kartoffeln sind ja wohl die Bananen der DDR. Wächst auch nicht. Das Zeug. Das wächst einfach nicht. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Yucca. Hoppala. So. Ah, Gesundheit hat sich aufgefüllt. Das sieht trotzdem ekelhaft aus, wie wir aussehen. Feuer ist aus. Krabbe ist nicht fertig. Ah. Am Po, sage ich mal. Speer nehme ich mit. Messer nehme ich mit. Und dann geht's da.
Will er nämlich eigentlich veräppeln? Ohne Ende. Gib mir das Boot. Gib mir das Boot. Kann ich es ziehen? Ich kann es nicht ziehen. Warum kann ich es nicht ziehen? Ich stehe in dem Boot drin, deswegen kann ich es nicht ziehen. Dann fahre ich halt erst darüber. Ist mir auch egal. So, rucke, rucke, rucke. Oh! Das ist nicht der Rechner, das ist das Spiel. Weil ich da durch die ganzen Sticks gelaufen bin. So, hopp. Und dann fahren wir mal schnell darüber. Hehehe. So, hopp. Wupp dich. Manchmal sind auch Wracks hier zwischen den Inseln, nicht an den Inseln direkt. Das sieht doch gut aus. Hallo. Können wir uns gleich mal waschen? Alter. Ja, ein Feuerzeug. Cool. Ich blute? Das ist ja... Das, da weiß ich auch gleich, wer hier Bescheid kommt, vorbeikommt. Nämlich unser Freund der Hai. So. Da habe ich ja nur gar keinen Bock drauf. Gott sei Dank ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug können wir... Wahrscheinlich haben die auch noch ein Verfallsdatum, die Dinger. Brennen dann einfach nicht mehr oder so. Gut, dass ich auch jetzt rübergefahren bin, wo es Nacht wird. Das war natürlich mörderclever. Naja. Drüben ankommen werden wir schon, aber... Oh, ich kann unter Wasser nicht tauchen, wenn es dunkel ist. Och. Warum? Und mit dem Stick legen wird auch ein bisschen blöd. Da habe ich doch wieder nicht richtig nachgedacht. Hauptsache erstmal los. Ja, und noch ein Hai im Schlepptau irgendwo. Und eine Boje. Cool, kann man da irgendwas machen? Oh Gott, verliere das Ziel nicht aus den Augen. Da wollen wir hin. Nee, erstmal rüber. Ach Gott. Das sind aber auch immer Wege, ey. So ein Außenbordmotor wäre schon echt genial. Toll. Es wird genau dann dunkel, bevor ich da natürlich drüben angekommen bin. Ich kann nicht schlafen, das heißt, wir müssen die ganze Nacht da irgendwie rumtouren. Ach, das wird schon nicht wahr sein. Unter Wasser das Feuerzeug anzünden kann. Das ist ja noch ein bisschen buggy, das Spiel. Das wäre lustig. Können wir mal probieren, hab ja eins gefunden. Hopp. Die sind auch keine... Hä? Keine Wracks? Das darf doch nicht wahr sein. Schön zur Dunkelheit eingekommen. So, schnell ein paar Sticks suchen. Schaffen wir das noch? Eins. Zwei. Und... Hallo? Hallo? Toll, der Mond ist aufgegangen. Und da sind wir gekommen, ne? Mein Gott! Es wird doch wohl nicht so schwer sein, hier noch einen verdammten Stock zu finden. Da. Gut wäre jetzt auch, wenn es regnet. Oder wenn Nebel kommt. Regen und Nebel, am besten beides. Da hat sich nämlich schon wieder fast mit der... Da schwimmt ein Hai und da ist, glaube ich, eventuell ein Wrack. Der passt schon mal. Den noch so, den noch so. Ja, das kann man so gelten lassen. Ja. Wenn ich jetzt hier halt die Insel daneben, mein Gott, dann ist ja auch. So, wir haben ja ein Feuerzeug, da kann ich mir so ein bisschen Licht machen. Hihi. Kann ich mir etwas heimleuchten? Tihi. Ich würde ja glatt. Sticks würde ich nicht. Ah! Ein. Warum habe ich das vorhin nicht gesehen? Ah, ich sehe auch nichts. Kann ich unter Wasser? Nein, das geht nicht. Ih, realistisch.
Schnell mal rüberschwimmen. Hier können wir dem Hai notfalls noch entkommen. Höp, höp, höp. Dachte ich. Oder? Ja. Haha. Eine Win-Win-Situation. Auf einem Wrack. Und, toll. Wo man nicht rein kann. Weil, ah, ja, doch. Wir verlieren zwar die ganze Zeit Blut, aber das tut der Gesundheit nichts. Das finde ich gut. Eigentlich müsste man auch da oben reinkommen. Und warum ist die Tür zu? Das heißt, ich muss hier runtertauchen und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Oh, oh. Hi. Hi ist nicht gut. Hi ist gar nicht gut. Vor allem nicht im Dunkeln. Hab ich so schon kaum weggekriegt. Und dann, als ich ihn fast hatte, ist er in die Insel reingeschwommen. Da ist auch noch ein Wrack. Wo ist der blöde Hai? Hallo? Ich traue mich gar nicht über den Rand zu schielen, da fahre ich bestimmt ins Wasser. Diese blöde Tür. Jetzt ist er ziemlich verdächtig nahe. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Vielleicht kann er mich auch durch das Wrack rausziehen und... Krampf in der Wade. Au! Au. Ah. Ha. Jetzt geht's wieder. Wo ist der Mond? Ist er bald weg? Wo ist die Sonne? Ich möchte gerne die Sonne hier haben. Hallo? Das, oh, wie langsam der... War jetzt natürlich ein bisschen blöd. Das war ein bisschen überstürzt. Ich dachte, ich könnte so ran. Ich traue mir auch nicht ins Wasser zu springen, weil das viel definitiv schneller ist als ich. Und so schnell kann ich da, glaube ich, nicht rüberschwimmen. Sind das zwei? Doch. Zwei gleich. Warum nicht gleich drei? Alle guten Dinge sind drei. Kommt doch einfach alle her. Ich werf hier eine Barbecue-Party. Toll. Dass man den Speer auch nicht werfen kann. Kann man den Speer werfen? Obwohl, dann werfe ich daneben und das... Möglichkeit 1, ich werfe daneben, der Speer ist weg. Möglichkeit 2, ich treffe den Hai, das tut ihm aber nichts genug. Er stirbt nicht und der Speer ist weg. Ich kann ihn so werfen. Aber ich glaube nicht, dass ihn Hai das irgendwie beeindruckt. Sitze ich hier fest. Und der Mond, also die Nacht geht auch nicht vorbei. Oh, es sind zwei Haie. Wo ist der andere? Das ist jetzt schon wieder, das ist doch zum Mäusemelken. Ist nicht weit bis zum Strand. Der Hai ist auch so groß. Und man hat ja vorhin gesehen, dass der Strand nicht unbedingt schützt, ne? Hm. Er fällt mir auf. Sieht der uns jetzt die ganze Zeit? Das heißt, der wird ja dann noch nicht freiwillig abrücken. Egal, ob es jetzt Nacht ist oder Tag, der wird die ganze Zeit hier rumkrakehlen. Und ich blute wie ein Schwein. Ich verliere Lebensenergie. Gut. Warum da? Warum das? Warum das? Ich habe keine Wahl, ich muss rüber. Scheiß drauf, Geronimo. Ich glaube, solange die Lebensenergie voll ist, ha, bin ich ihm entkommen. Ich Schlitzohr. Solange die Lebensenergie nämlich voll ist, scheint, was laber ich denn? Solange das Essen voll ist und das Trinken, scheine ich keine Lebensenergie zu verlieren. Das ist schön, dass hier eine Joker steht. Haben wir hier eine niedrige Palme, wo ich nicht hochklettern muss, um die Kokosnuss zu ernten. Hätte ich mir noch mal was zu fressen mitgenommen. Wer erntet denn auch sowas? Hier ist wieder nichts dran, ne? Das
Ist geil, am besten ist hier an gar keiner verdammten Palme irgendwas dran. Ich sehe nichts. Da. Ist. Was? Ist doch nicht wahr. Nö, ich habe jetzt keinen Bock, hier schon wieder drauf zu gehen. Nimm das Messer in die Hand. Bam, bam. Immer noch Hunger. Ich sehe doch nichts. Ich traue mich nicht da hoch. Der wackelt schon wieder so komisch, der Typ. Ach, das war wirklich clever. Hier geblieben. Ist doch nicht wahr. Doch gar nicht. Ich muss auf jeden Fall noch eine Kokosnuss essen, damit das regeneriert. So, und die ganzen kleinen habe ich schon abgeklappert, ne? Nein, hier sind noch zwei dran. Ha! Glück muss der Mensch haben. So, die hebe ich mir auf. Muss ich was trinken? Nein. Also kann ich die verschwenden. Alles voll, bitte regeneriere. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass ich in diesem Wrack, in diesem Vermaledeiten, irgendwelche Bandagen finde. Kartoffelpflanze, toll. Was war das? Sieht nicht aus wie Natur. Hey? Ja, es passiert wieder nichts. Sau gut. Füll doch bitte Lebensenergie auf. Ich traue mich auch nicht zu speichern, wenn ich jetzt hier speichere, aber kurz vorm Exitus. Das ist doch nicht wahr. Genau noch die Hälfte. Ich muss jetzt darüber. Stein. Was werde ich da alles finden? Auf jeden Fall mehr als ich. Ist hier kein Hai? Die Gelegenheit ist günstig. Ab und zwar. Nein, da hinten schwimmt da schon wieder der Kollege. Ach. Egal, wir haben es beim ersten Mal auch geschafft. Uns ja nicht in dem Wrack und wir angreifen können. Ich muss jetzt auf Risiko gehen, sagt er und biss ins Gras. Und kommt vor allen Dingen hier nicht hoch. Da sehe ich doch schon mal was, was ich. Oh Gott, bitte lass Bandagen hier drin sein. Antibiotika! Das bringt mir jetzt nicht so viel, aber vielleicht für später. Eine Taschenlampe. Ein Eimer. Mit einem Eimer kann ich Wasser abkochen, glaube ich. Was brauchen wir als Nötigstes? Messer. Drauf geschissen, werfe ich weg. Machete mitgenommen. Noch ein Platz. Ein Platz frei. War da gerade eine Haifischflosse? Ich glaube nicht. Ach. Was soll diese Paranoidität? Hier gibt's keine Haie. So Quatsch. Ja! Nein! 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 Ha! 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 Hei! Das war knapp. War wohl doch noch ein Verschluss. Und ich komm? Ich bin mir ziemlich sicher, komme ich in das Boot da unten rein? Ich weiß es nicht. Ah. Noch eine Lampe.
Toll. Ich glaube nicht, dass wir dann unten reinkommen. Das sind bestimmt schon alle Plätze, die man haben kann. Auch eine geile Leiter, die man nicht hochklettern kann. Fuck, fuck, fuck. Also der hat schon gebissen. Ich habe es genau gesehen. Das Mistvieh. Was ist er denn jetzt? Oh, dieser Sound. Er macht mich rasend. Aber die Gesundheit füllt sich Gott sei Dank wieder auf. Das heißt, wir haben jetzt das, was wir vorher mal hätten haben sollen, nämlich Antibiotikum. Da wäre ich dann nämlich auch nicht krachen gegangen. Vorher. Ich traue mich auch gar nicht. Ich traue mich echt nicht ins Wasser. Ich bin normalerweise nicht so ein Schisser. Aber. Ah, guck an. Guck an, hier kann man rein. Da ist noch ein Hardcase. Da ist Duct Tape. Das heißt, ich werfe das Feuerzeug weg, weil das brauche ich nicht. Ich nehme das Duct Tape mit. Ein Knife. Cool. Und Klamotten. Ich brauche doch keine. Funktioniert das Ding? Ups. Natürlich funktioniert das Ding nicht. Aber wir brauchen noch keine zwei Taschenlampen. Ich kann die irgendwie. A Basic Flashlight, a Basic Torch. Mhm. Ach, ist doch. Ich muss jetzt irgendwas hier lassen. Ich will die Klamotte mitnehmen. Ja, dann werfen wir halt die Dingens weg und da liegt eine Axt. Ja, die brauchen wir nicht unbedingt. Die kann ich mir auch nur für selber craften, aber hier so eine Klamotte, ne? Die kann man schon mal gebrauchen. So. Jetzt hoffen, dass Dr. Hyde nicht hier um die Ecke ist. Und dann schnell. Schnell weg. Hihi. Ah, ich habe immer noch einen Krampf. Oh, der geht nicht weg. Au. Ah, tut das weh. Gut. Können wir was essen? Jetzt wollte ich natürlich noch Steine mitnehmen. Ich könnte den Speer hier lassen. Nein, lasse ich nicht. Ach, ist doch alles scheiße. Ja, ich kann ja nochmal wiederkommen, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal abspeichern. Nee. Nach diesem grandiosen Fund und werde zur Insel zurückrudern dann in der nächsten Folge und dann können wir da noch ein bisschen rumbauen, damit wir auch mal wie was gebaut haben. Und es regnet. Die Sonne scheint und es regnet. Und es regnet scheinbar nicht, obwohl es regnet. Also wenn ich in den Himmel gucke, sehe ich keine Tropfen, aber sind die vielleicht nicht so groß. Egal. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin.